Sätze. Ein neues Bonus für euch. Wie soll es anders sein? Okay, meine most valuable players. I love it here, Leute. Es kann sehr gut sein, dass einige von euch gerade in so einem entspannten Vibe sind. Ich weiß nicht, es fühlt sich sehr cozy an, es fühlt sich gemütlich an, es fühlt sich innerlich ruhig an und ich hatte während dem Vorschaffeln die ganze Zeit so Jazz-Lounge-Musik im Kopf. Wenn man irgendwo ist, wo es richtig entspannt ist und die spielen so leise Jazzmusik im Hintergrund, das war der Vibe, den ich quasi gechannelt habe. Einige von euch könnten lesen oder sich vielleicht gerade neue Bücher gekauft haben oder darüber nachdenken, sich ein Buch zu kaufen, so einen richtigen, ja, ich sag mal Herbst-Wintertag zu machen mit Tee, Wärmflasche, Buch. I love it, okay. Und wenn, Leute, kommentiert mal bitte, die Leser hier, ja, kommentiert mal bitte euer Lieblingsbuch. Und ich bin nicht so der Liebesroman-Reader, dann eher gehe ich Richtung Dark Romance. Ich mag es immer mit ein bisschen Spice, okay. Also Leute, bitte kommentiert das doch mal, wenn ihr lest, weil vielleicht, ich brauche ein neues Buch, okay. Oder 10 neue Bücher eigentlich. Da kann ich vielleicht auch diese Vibes annehmen. Lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sind. Wir haben einmal Imagine, das passt auf jeden Fall zu dem, was ich gesagt habe, einige von euch könnten vielleicht lesen, weil, also ich weiß nicht, ob das nur ich bin, wenn ich ein richtig gutes Buch gefunden habe, ich bin jeder Charakter in dem Buch, jeder Charakter hat ein eigenes Aussehen etc. etc. Deswegen gucke ich oft nicht gerne Filme, wenn Bücher verfilmt werden, gucke ich das nicht, weil es macht meine Vision kaputt. Und dann haben wir die Karte Here and Now. Chefskiss. Leute, das ist genau das. Also, diese Karte Imagine und Here and Now, der Fokus liegt auf dem, was ich gerade so ein bisschen gechannelt habe, ja. Kommt an im Hier und Jetzt. Macht euch nicht Gedanken um die Vergangenheit oder zu viele Gedanken um die Zukunft. Visualisiert, was ihr gerne hättet, ja, und selbst, es muss nicht mal unbedingt darauf bezogen sein, was ihr jetzt gerade wollt, manchmal geht es wirklich einfach darum, die Fantasie und die ist einfach nur die Kreativität so ein bisschen spielen zu lassen und das funktioniert tatsächlich auch, wenn man liest, ja, wenn ich lese, ich habe schon die wildesten Häuser und weiß ich nicht was in meinem Kopf gehabt, wenn ich Bücher gelesen habe und die haben dann zum Beispiel ein Haus beschrieben, Bro, Chefskiss, okay, will ich auch haben. Und das hat auf jeden Fall auch schon dazu beigetragen, dass ich dann Ideen für andere Dinge hatte. Also Leute, lasst eure Visualisierung, eure Kreativität spielen und guckt, dass ihr euch erdet im Hier und Jetzt. Ob das mit Meditation ist oder eben so einem entspannten Nachmittag, wie ich gerade gesagt habe. Vielleicht müsst ihr Sport machen oder einfach rausgehen, spazieren, schaut euch die Natur an. Ihr könnt euch im Grunde auch raussetzen und lesen, wenn ihr euch warm anpackt, aber werdet bitte nicht krank, okay? Also, einige von euch könnten unter Migräne leiden oder Migräne mit Aura haben. Oder ein rechtes, schlechteres Auge als, also wenn ihr Brillenträger seid, dann ist euer rechtes Auge für einige von euch schlechter. Und einige von euch haben vielleicht auch ein Pflaster auf dem Auge getragen, als sie Kinder waren. Also, eure inneren Buddhas, Karte Nummer 44 und Karte Nummer 22, Leute. Das ergibt zusammen 66 und das reduziert sich auf 12 und 3, Chefskiss, das ist Perfektion. Also, Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin sind die Schlüssel zum Erfolg. Achte darauf, was du in deinem Leben wiederholst, wie viel Energien du in eine Sache investierst und wofür du dich selbst disziplinierst. Interessant ist, ja, Karte Nummer 44 reduziert sich zusammen auf 8. Und 8 ist, ne, auch ähnlich dem Infinity-Zeichen, eine karmische und unendliche, aber auch eine sehr volle Zahl, ja, die Zahl 8 signalisiert eigentlich immer Fülle in irgendeiner Form und das ist genau das, dieses Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin sind die Schlüssel zum Erfolg und mein persönlicher Intake ist, es ist der Schlüssel zur Selbstliebe. Alle Leute fragen sich immer, was muss ich machen, was bedeutet Selbstliebe, wie kann ich mich selbst lieben, indem ihr streng mit euch selber seid. Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin. Ja, wenn es darum geht, dass ich mich selber liebe, dann geht, wenn zum Beispiel Sport ist eine Form von Selbstliebe für mich. Ja, ich weiß, es tut mir im Kopf gut, ich weiß, es tut meinem Körper gut, ich weiß, es tut im
ich sag mal, passiv auch meinem Kind gut, weil ich lange, hoffentlich möglichst lang gesund bleibe. Nicht hoffentlich, ganz klar bleibe ich möglichst lang gesund, weil das ist meine Welt und ich mache sie mir so, wie sie mir gefällt, okay? Und das bedeutet für mich Wiederholung, Willenskraft an Tagen, wo ich keinen Bock habe und Selbstdisziplin, wenn ich mal wieder lieber 5 Tage skippen würde, anstatt meinen Arsch ins Fitnessstudio zu schwingen oder auf die Matte, um hier mein Homeworkout zu machen. Ja, in den meisten Fällen bedeutet Selbstliebe, die Dinge zu tun, die einem nicht passen. Genauso wie Thema Liebe. Ja, Selbstdisziplin bedeutet hier Wiederholung im Sinne von neuen Glaubenssätzen, gesündere Glaubenssätze für mich, Willenskraft, mich nicht auf den Fuckboy von nebenan einzulassen, wenn ich eigentlich etwas Standhaftes möchte, und Selbstdisziplin, mich nicht von irgendwelchen Komplimenten und von irgendwelchen, was weiß ich, Love-Bombern irgendwie im Kopf verrückt machen zu lassen, damit die an mein Schmuckkästchen können. Ja, das bedeutet Selbstliebe. Im Gegenteil, also ganz, ganz am anderen Ende vom Spektrum. Ja, wir reden hier nicht von, oh ja, wie ich immer sage, nimm deine Lululemon Leggings und setz dich auf die Yogamatte und mach Namaste und oh, ich habe 10 Mal tief ein- und ausgeatmet und jetzt fühle ich mich gut. Das gehört auch dazu. Ja, aber das ist Oberflächending. Wahre Selbstliebe ist genau das. Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin. So, dann haben wir hier, Ordnung ist ein natürliches Lebensprinzip, das der Mensch anstrebt, um im Einklang mit sich, der Natur und dem Universum zu leben. Halte in deinem Inneren und in deinem Äußeren Ordnung. Befreie dich von unnötigem Ballast. Boom, bitch. Das ist genau das, was sie hier alles gesagt hat. Ja? Unnötiger Ballast, sich davon zu befreien, ist der Fuckboy, das Fuckgirl von nebenan zum Beispiel, was euch überhaupt nicht da reinspielt, was ihr gerne möchtet. Unnötiger Ballast ist, jeden Tag aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und erstmal im Strahl gegen den Spiegel kotzen zu wollen, weil du aus welchen Gründen auch immer nicht zufrieden bist mit dir. Ja? Die Gedanken, die du dann, diese Selbsthassgedanken, sind unnötiger Ballast, weil du könntest einfach Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin an den Tag legen und dich ins Fitnessstudio schwingen. Und wenn du dich nicht traust, du hast einen Hausflur, geh die Treppen rauf und runter, jogg um den Block. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich in die Richtung bewegen kann, in der man gerne sein möchte. Ja, aber sitzen und rumheulen ist keine davon. Also Leute, schafft hier oben Ordnung und gleichzeitig werdet ihr auch im äußeren Ordnung, oh mein Gott, im äußeren Ordnung schaffen. Da ist die Herrscherin, Freunde, okay? Stier, Waage-Energie, könnte Venus in Stier, Venus in Waage sein, aber es ist vor allen Dingen diejenige, die genau das hier gemeistert hat, dieses Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin, denn sie sitzt hier in ihrem Thron in Vollkommenheit, ja, sie ist alle 4 Königinnen aus dem Deck in einem, sie kann also alles perfekt in diesem Sinne, sag ich mal, beziehungsweise weiß sich selbst zu disziplinieren und zu meistern, ihren eigenen Kopf, sie lässt sich nicht von ihren Gedanken kontrollieren, das ist die Herrscherin. Die Herrscherin weiß, was für sich gut ist und was das höchste Wohl für alle ist und so kommt sie hier in den Ausgleich mit der Gerechtigkeit. Lasst uns gucken. 10 der Kelche auf dem Kopf für einige von euch. Also nicht für einige von euch, liegt hier, aber... 10 der Kelche auf dem Kopf, die Königin der Schwerter und das Rad des Schicksals. Das macht jetzt auch Sinn, Freunde. Jemand hier ist unglücklich in einer Situation. Könnte eine romantische Situation sein, kann aber auch eine familiäre Situation sein oder mit einem festen Partner. Aber hier ist irgendwie, ich sag mal, die Luft raus. Au! Einige von euch überlegen, sich zu scheiden. Weil ausgerechnet mein wunderschön geschmückter Ringfinger habe ich mir gerade bald abgerissen, ey. Uff. Also einige von euch überlegen wirklich, sich zu scheiden. Andere von euch überlegen, eine Beziehung hinter sich zu lassen. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, dass ihr das vielleicht schon ganz klar für euch durchdacht habt oder kommuniziert habt. Vielleicht habt ihr vielleicht für einige von euch auch einfach entschlossen, dass mit jemandem, mit dem muss man gar nicht verheiratet sein, dass da keine gemeinsame Fülle zu bekommen ist. Und diese Entscheidung hat natürlich ganz klar dazu geführt, dass hier das Rad des Schicksals wieder in Gang
in Schwung gesetzt wird. Ja? Wie ich hier vorgelesen habe, Ordnung ist ein natürliches Lebensprinzip, das der Mensch anstrebt, um im Einklang mit sich, der Natur und dem Universum zu leben. Ja, und wenn ihr in einer Dynamik gesteckt habt, wo viel Unzufriedenheit war oder wo jemand vielleicht auch den Wert nicht erkannt hat, dann ist das unordentlich in der Energie. Ja, und einige hier haben das ganz klar, haben gesagt, nee, let me cut this shit out, okay? Lasst uns mal mehr Informationen zu den 10 der Kelche ziehen. Boah, Leute, mein Finger tut weh. Er fängt an zu pochen. Puh. Wer hätte das gedacht? Da reiße ich mir beim Reading fast meinen Finger ab. 10 der Kelche auf dem Kopf. Was gibt mir mehr Informationen? Das Ass der Kelche und die 5 der Schwerter. Es kann sehr gut sein, dass hier jemand ein Angebot bekommen hat, entweder ihr von außen oder jemand anders, vielleicht das, die Person, an der ihr Interesse habt. Und dieses Angebot hier geht quasi auf eure Kosten oder auf die Kosten der Beziehung. Was ich aber ganz klar auch sagen kann hier, 5 der Schwerter ist auch so ein bisschen eine Mindgames-Karte. Es kann auch sein, dass ihr jemanden habt, der euch vielleicht versucht hat, euch eifersüchtig zu machen und der dann aber erstmal hier mit dem Gericht einen Wake-up-Call bekommen hat. Und zwar ein Wake-up-Call in Form von Klarheit mit der Sonne oder in Form dessen, dass er euch jetzt, dass die Person euch jetzt dabei zugucken kann, wie ihr euer bestes Leben lebt. Weil ihr hier keine Lust auf Mindgames habt, auf Eifersucht, auf Sabotage oder irgendwie sowas. Die Königin der Schwerter, die spricht ganz klar ein Machtwort. Ne? Die Königin der Schwerter sagt, pass auf, ich habe in meinem Leben dies und das und jenes schon gesehen und ich bin niemand mehr, der nach Emotionen handelt, sondern nach Fakten. Und die Fakten stimmen hier irgendwie nicht. Jemand hier erdet sich und überlegt, was ist jetzt die beste Entscheidung zu treffen, damit ich in der Zukunft das mir holen kann, was ich gerne möchte. Königin der Schwerter, mehr Informationen dazu. Der Mond. Ich sag's euch, Leute. Der Mond und die 8 der die 8 der Stäbe und die 2 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Also hier ist irgendwas ans Licht gekommen oder ihr habt etwas klar ausgesprochen, was bisher im Verborgenen gelegen hat mit dem Mond. Das kann auch jetzt der Neumond gewesen sein, dass ihr da eine klare Erkenntnis bekommen habt, dass etwas ans Licht gekommen ist, dass ihr etwas kommuniziert habt oder etwas zu euch kommuniziert worden ist. Über diese Sache vielleicht, weil wir haben hier 2 der Kelche und das Ass der Kelche würde 3 der Kelche ergeben und das ist in den meisten Fällen nicht machbar, außer wir sind hier in Freundschaft, ja. Aber hier hat jemand ein Machtwort gesprochen. Wartet mal, ich will noch eine Karte zu dieser Königin der 9 der Kelche, Leute, ich sag's euch. Da sind die 9 der Kelche. Jemand hier hat, ich sag mal, egoistisch gehandelt. Jemand hat nach seinem eigenen, jemand hat etwas getan, was nur seine eigene Fülle betrifft, seine eigene Vorstellung, sein eigenes Glück. Und das funktioniert nicht, wenn man irgendwie in einer Dynamik ist mit jemand anderem. Ja, wenn ich, was weiß ich, mit meiner besten Freundin in einer Dynamik bin und es gilt für mich, irgendeine Entscheidung zu treffen, die auch sie in irgendeiner Form betreffen könnte, dann treffe ich die Entscheidung nicht nur nach meinem eigenen Sein oder nach meiner eigenen Vorstellung. Ja, zumindest nicht dann, wenn ich nicht ein totales Arschloch bin. Dann will ich natürlich eine Entscheidung treffen, die zum höchsten Wohl von mir und meiner Bestie ist, weil ich meine beste Freundin liebe und ich meine beste Freundin nicht verletzen möchte. Ja, aber hier hat jemand ganz klar mit den 5 der Schwertern aus eigenen Gründen, wir haben den Teufel hier auf der Rückseite des Decks, ja, aus, ich sag mal, niedrigeren Beweggründen gehandelt, ja, wenn ich hier in meiner CSI und FBI Law and Order Sprache sprechen möchte oder in Richterin Barbara Salesch. Okay, oh mein Gott, ich habe diese Serie früher geliebt. aber der Teufel hier sind ganz klar die dunkleren Seiten, die Schattenseiten.
Vielleicht hat hier jemand auch einfach seinen Gelüsten nachgegeben in einem Moment der Schwäche. Ist keine Entschuldigung, zumindest für mich nicht. Das kann jeder für sich handhaben, wie er es möchte. Für mich, wenn ich einmal sowas sehe, dann bye. Ja, es ist ans Licht gekommen. Einige von euch könnten Zeichen gesendet bekommen von verstorbenen Verwandten, spezifisch vielleicht einer Uroma. Eure Intuition, das sage ich deswegen, weil ich habe gerade mit dem Finger hier eine Melodie gemacht, also eine Melodie geklopft, die eigentlich nur innerhalb unserer Familie mit meiner Uroma geklopft wurde oder meiner Stiefuroma. Und diese Frau musste sich immer auf ihr Gefühl verlassen und auf ihre Intuition und auf ihre anderen Sinne, abgesehen von ihren Augen, denn sie war blind. Und vielleicht war hier bisher jemand blind gegenüber einer Situation, denn wir haben den Mond und auch der Mond, das ist Dinge, die im Verborgenen unter der Oberfläche passieren. Der Mond ist im Nacht. Himmel, der ist am Nachthimmel und nachts sieht man nicht so gut wie über Tag. Das Rad des Schicksals. Mehr Informationen zum Rad des Schicksals. Ja, der Turm, Leute. Ich sage es euch. Hier ist irgendwas, ist hier für irgendwen exposed worden. Und der Eremit, was darin resultiert hat, dass sich hier jemand komplett zurückzieht aus einer Situation. Skorpion und Jungfrau-Energie. Ach so, und wir haben auch noch Wassermann, Stier und Löwe und nochmal Skorpion, Waage, Fische, Krebs, Schütze, Mondschütze, spezifisch Mond im Wassermann. Alle drei Wasserzeichen, Skorpion, Krebs und Fische. Der Tod auf der Rückseite des Decks mit den zwei der Kelchen. Etwas, was bisher nicht gesehen wurde. Und ich sagte gerade, vielleicht war jemand bisher blind in einer Situation und jetzt guckt, wer hier eine Augenbinde anhat. Ich sage es euch, immer und immer wieder, nichts in diesen scheiß Readings hier passiert umsonst. Egal, ob ich irgendeine Melodie klopfe, ob es klingelt, ob mir irgendwas in den Kopf kommt, whatever it is, nichts davon passiert umsonst. Jemand hier geht auf die Suche nach seinem eigenen, sucht vielleicht wieder oder weiter nach seinem eigenen Weg. Der Eremit, der leuchtet sich selbst den eigenen Weg und der ist auch manchmal derjenige, der es als erstes tut. Ja, und er hat auch kein Problem damit, in absolute Isolation zu gehen. Jemand hier isoliert sich von einer Situation, nachdem etwas an die Oberfläche gekommen ist, was ganz klar auch eine dritte Partie betreffen kann. Entweder eine Beziehung, die nicht gut läuft, oder irgendeine Form von Beziehung, in der ans Licht gekommen ist, dass man nicht nur zwei, sondern drei Parteien ist. Bestätigung. Lass mich mal gucken, ob ich die Fünf der Schwerter kriege. Ich noch was zu den Fünf der Schwertern. Und ich habe am Anfang die innere Buddha-Karten auf drei reduziert. Drei war schon vom Anfang an das. Zehn der Schwerter und der König der Schwerter mit den Acht der Schwertern. Hier, die Acht der Schwerter sind eine Illusion, in der sich jemand hält. Zehn der Schwerter sind ein Ende. Es ist aber auch jemand, der in den Rücken gestochen bekommt. Und dann haben wir hier den König der Schwerter. Ja, ich sage ganz klar, jemand hier ist aus einer Illusion befreit worden. Entweder durch ein Fauxpas von jemand anderem, dass er einen dummen Schritt gemacht hat und das Ganze an die Oberfläche gekommen ist. Oder weil ihr die Fakten gesammelt habt und rational gedacht habt. Jetzt sehe ich auch gerade, wir haben Königin der Schwerter und König der Schwerter hier liegen. Und wenn wir die nebeneinander legen würden, dann wären die Zehn der Schwerter in der Mitte. Hier ist eigentlich ein True Match, aber einer von beiden hat Backstabbing betroffen. Irgendjemand hier, ob du das bist oder die Person, hat jemandem mit irgendwas in den Rücken gestochen.
Vielleicht musste hier aber auch was beendet werden, damit es vielleicht in irgendeiner Form nach dieser Innenschau hier nochmal neu beginnen kann. Ich höre rekalibrieren. Spannend, Leute. Jemand hier befreit sich aus seinen Fesseln oder von seinem Blindsein. Ihr seht, auch sie trägt eine Augenbinde. Sind wir fertig? Ich weiß irgendwie nicht, ob ich fertig bin mit dem Reading. Es fühlt sich irgendwie nicht fertig an. Aber gleichzeitig habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir nicht fertig sind. Vier der Stäbe und der Wagen. Jemand hier entscheidet erstmal sein eigenes Ding durchzuziehen oder erst wieder in Balance zu kommen oder eine Sache vorerst hinter sich zu lassen. Krebsenergie. Und wo war der Mars? Mars war, habe ich das nicht gesagt im Neumond-Reading? Ich glaube, Mars war in Krebs und ich habe gesagt, es könnte auch Ärger zu Hause geben oder spezifisch mit einer Mutterenergie. Das muss ja nicht zwingend eine Mutter sein. Ich bin auch eine Mutterenergie. Ja, jeder Typ, der mich daten würde, der könnte bei mir auch irgendwelche Mutterkarten ziehen, weil erstens bin ich eine Mutter, im wahrsten Sinne des Wortes, und schon seit ich klein bin, bin ich immer in Mutterenergie. Ich habe immer mich gekümmert um meine kleineren Geschwister, ich habe immer Mutter, Vater, Kind gespielt. Ich war schon immer eine Mutter. Und ich habe in dem Reading auch gesagt, dass es vielleicht ein Ende geben muss oder es gibt ein Ende von einem Konflikt, der aber auch nochmal irgendwie Anlauf nehmen könnte. Oder es muss einen Konflikt geben, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ich sag's euch, jemand hier entfernt sich aus einer Situation. Also Leute, wenn sich jemand von euch entfernt, okay, wie ich letztes Mal gesagt habe, don't panic. Weil so wie, ganz besonders für die Frauen, so wie der Mann sich von dir entfernt, entfernt sich seine Haarlinie von seiner Stirn immer weiter nach hinten. Okay, also macht euch darum keine Sorgen. Jeder bekommt sein Fett weg. Und am Ende des Tages ist ja auch ein Ende nicht immer zwingend ein Ende. Manchmal muss man auch ein Ende erleben, damit die Dinge einfach besser weitergehen können. Allerdings muss man dann lernen, nicht an den Sachen zu klammern. Weil wenn man an den Sachen klammert, dann blockiert man nur noch mehr und dann macht man sich das Leben selber schwerer, als es eigentlich ist. Und sowieso sollten Frauen einfach mal sich daran erinnern, dass wir nicht geboren werden, um Männer irgendwie, keine Ahnung, wir werden nicht geboren, um Männer den ganzen Tag zufriedenzustellen, okay? Ich habe so viele andere Dinge hier in meinem Leben auf dieser Welt schon zu tun gehabt, die irgendwie über dem stehen, dass ich irgendeinem Mann gefallen muss, zufriedenstellen muss oder sonst irgendwas. Den meisten Männern gefällt sowieso alles, Freunde. Okay, fangt an, Männer von einem Podest zu heben und ich schwör's euch, es geht euch 10.000 Mal besser. Hebt euch selbst auf den Podest, okay? Okay. Also Leute, wie immer, like, abonniert, teilt, kommentiert. Alles, was ihr braucht, findet ihr in der Infobox. Und wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Und danke, dass ihr immer pusht und eure Readings so krass. Leute, ich... most valuable player, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Okay, bye.